Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich habe ein bisschen wieder was vorgearbeitet, kann man sagen. Wieso werden die... Moment. Wieso werden die Bäume nicht abgeholzt? Ich habe hier auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen verschönert. Der hat keine Energie. Ah, lol. Ja, das ist ja jetzt sehr schön. Kein Wunder. Ich hatte hier die Stromleitung gelegt. Die liegt hier runter. Ach, die haben wir noch gar nicht verbunden. Ich bin Vollprofi. Ja, man kann jetzt gerade schon mal kurz sehen, was sich verändert hat, aber werde ich mal gleich genauer darauf eingehen. Hab total verpeilt, dass ich das noch nicht verbunden habe. Okay. Nein. Dann legen wir mal da ans. Ich sagte. Ach da. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen gewurschtel. Ich bin gerade am Schauen, am besten würden wir das einfach hier rüber bekommen, ne? So. Und dann legen wir das einfach jetzt hier hoch und wir haben wieder... Jawohl, jetzt kommt schon die Energie. Sehr schön. Gut, dann machen wir doch mal hier wieder ein bisschen Schuh. Machen wir hier mal ein bisschen Frisch am Bau. Ja, das war jetzt schon wieder ein super Start. Heute habe ich es echt mit den Aufnahmen, ich merke das schon. Ich kann mal ganz kurz sagen, ich habe eben nochmal eine Runde Deponie aufgenommen. Und da hatte ich auch schon eine wundervolle Aufnahme. Eine ist mir komplett abgeschmiert, da werde ich nochmal ein kleines Info-Video zu geben. So, auf jeden Fall, hier haben sich die Tanks mal ein bisschen gefüllt. Fruchtsaft haben wir, Biomasse haben wir, Ethanol steigt auch schon langsam an. Wir haben jetzt hier einen Tank mit Seed Oil. Ich habe die Quarry umgesetzt und das Ganze mal ein bisschen anders gemacht. Jetzt kommen hier nur noch die Erze an und frag mich nicht, wieso da Rubber drin war. Erze kommen hier an. Alles andere, wie Cobblestone und so weiter, kommen dann, wird dann sofort hier rüber weitergeleitet. Cobblestone kommt hier an, Erde hier, Sand lasse ich auch auffangen. Und alles andere wird in diesen Void Chests wird's vernichtet. Weil wir es einfach nicht brauchen. So, dann habe ich hier die Trophäen, die wir bekommen von der Monsterfalle. Habe ich hier so, wollte ich hier so aufbauen. Die habe ich dann eben mal auch mal ein bisschen entleert. Und naja, da kommen gut Enderperlen an. So, und ohne neue Trophäe. Das sollte ich dann auf jeden Fall auch noch verbinden, dass hier alles schön sortiert wird. Hier müssen wir auch langsam mal was machen. Pink Slime kommt an. Meat kommt an. Da wollte ich mal schauen, dass ich vielleicht noch mal ein paar Kühe dazu tue oder so weiter. Mal schauen. Aber zuerst nächste Statue. Kenn ich schon den hier? Ich finde es schade, dass man die Pfeile nicht aufheben kann. Alter. Okay, da drücke ich nicht nochmal drauf. Die Reaktoren werden jetzt hier auch schon betrieben. Der ist sich wieder mal kurz O. Ordentlich am Auffüllen. Der hier ist voll.
müssen wir auch wieder ein bisschen betreiben, aber das sollte langsam kein Problem mehr sein, da wir ja die Dreifacherzverarbeitung haben. Und wenn wir mal jetzt hier in die Truhen schauen, ich habe ein paar Erze verarbeitet und... Scheiße. Nee, keine Sorge. Ich habe jetzt hier noch aufschrieben mal so 4 16K-Festplatten gemacht und dann mal hier in die ganzen Ressourcen reingetan und ich wollte das nach Anzahl haben. Und wie ihr seht, wir haben schon einiges an Holz. Iron haben wir richtig viel. Uran haben wir 518. Also ich glaube, wir werden kein einziges Mal mehr Strommangel haben. Gut, ich schmeiße dann nochmal hier weil Iron Orflex rein. Die habe ich nochmal von drüben kurz mitgebracht. Ich schmeiße mir das Eisen auch noch dazu. So, und ich habe mir jetzt mal was vorgenommen. Oder gesagt, was wir heute mal machen können. Und zwar wollte ich heute mal anfangen, nachdem ich ja hier jetzt ordentlich Platz gemacht habe. Ihr seht das schon. Ich habe hier die Bäume weggemacht, da alles schön angeglichen. Auch wirklich alles. Auch da habe ich angeglichen. Also, jetzt haben wir erstmal hier ordentlich Platz. Bauen können wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Und ich wollte dann jetzt erstmal das Gebäude da drüben einweihen, indem ich endlich mal die Bienen rüberhaue. So, wir wollen dann jetzt heute mal anfangen mit der richtig mit der Bienenzucht. Und dafür müssen wir erstmal die hier weg. Okay, wir haben jetzt zwei Apiaries. Bauen wir das mal kurz ab. Die Truhen bringt nämlich ich mach nachher mit. Gut, die beiden Apiaries setze ich dann schon mal da drüben hin. Habe ich hier so schön gearbeitet. Beim Freitag. Nein, das ist Ficken Glass. Limewood habe ich benutzt und Cherrywood. So, und dann setze ich jetzt schon mal hier einen Apiary hin. Hier ein. Wollte das Ganze dann hier in eine Truhe reinlaufen lassen jeweils. Aber vorher müssen wir uns dann doch noch was mitbringen. Und zwar nehmen wir mal die beiden Goldtruhen mit. Dann haben wir schon mal Truhen da drüben, die wir benutzen können. Haben wir mal ein bisschen Speicherplatz. Boah, ich habe momentan echt Angst, dass ich nicht am Aufnehmen bin. Nachdem mir gerade eben dieser Aufnahmefehler passiert ist. Das ärgert mich jetzt auch richtig, dass es bei so einem Projekt ist wie Deponia, wo eine verlorene Aufnahme quasi, naja, tödlich sein kann. Aber naja, kann man nichts machen. Ich habe dazu noch was gesagt, dazu werde ich dann jetzt nicht nochmal was sagen. Wir nehmen die Chess mit. Bitte sag mir, welche kann die... Das war jetzt natürlich so etwas von klar. Komm, machen wir das erstmal so. Also relativ gut klappt. Ich fand das echt gut, dass man die nicht benutzen konnte. Mit der Dolly hochheben konnte. Aber gut. Apiary's Chest. Doof. Doof. Ja, mit Bienen habe ich glaube ich relativ lange nichts mehr gemacht. Ich will hoffen, dass ich jetzt auch richtig hinbekomme, gedanklich. Die sortiere ich auf jeden Fall alle einmal kurz ein. Weil ich hatte es auf eine spezielle Biene abgesehen, aber ob ich die noch brauchen werde, ist eine gute Frage. Aber gut. So, die Bienen... Ach, jetzt sind ja auch noch Bienen drin. Ja, ich weiß, wie wir das dann mit der Sortierung hier machen. Gut, ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ich für Bienen mal produzieren soll. Wir können ja gleich mal ein bisschen durch die Bienen durchgehen. Was ich jetzt aber auf jeden Fall erstmal mache, hier sind noch Honigwaben drin. Und Royal Jelly, das nehme ich mir noch beides mit. Gut. Ich bin auch am Überlegen, was wir noch machen können, damit wir hier eine Energie haben. Ich tue hier die Zusatzprodukte rein. Das
kein Zusatzprodukt. Gut, ich lege mich auf jeden Fall nochmal kurz schlafen und dann heißt es erstmal schön nochmal ein paar Bäume anpflanzen, weil wir können ja mit der Bienenzucht auch über die Bienenzuchthilfe, sag mal schnell, na, Bäume züchten. So, und da wollte ich halt ein Hillcherry anpflanzen, Silverlime, Mandarin Larch habe ich schon. Ein Lemon Sapling. Komm, Beach können wir nochmal nehmen. Red Spruce auch nochmal. Wir pflanzen da jetzt auch gleich mal sowas an. Hauptsache, wir haben hier eine schöne kleine Baumbucht. Na, sagen wir mal eine Zuchtgrube. Na, das hört sich auch irgendwie falsch an. Silver Lime. Na. Nehmen wir hier den Red Spruce. Komm, Beach. Silver Lime. Ah, machen wir hier noch einen Silver Lime. Okay. Ich wollte jetzt aber nicht einfach so Bienen züchten und auf gut Glück Ende. Nee, das wollte ich jetzt ein bisschen anders machen. Und zwar gibt es da noch eine schöne Modifikation, aber zuerst würde ich nur ein, zwei Grasblöcke. Da stoppe ich mal ganz kurz das Loch hier vorne. Nein. Einmal und zweimal. So, und zwar, wie gesagt, es gibt da eine schöne Mod. Ich muss auch nochmal... jetzt muss ich mal überlegen. Und zwar gibt es den Mod Gendustry, womit wir ein paar coole Sachen machen können. Und zwar brauchen wir für Gendustry, brauchen wir also allererst einen Muttergen Producer. Was der macht, da... So, komme ich noch... Okay, Muttergen habe ich leider nicht. Muttergenproducer, wir brauchen einen Hopper. Ja, das geht jetzt auch schon alles viel besser, finde ich, wo wir das hier haben. So, Hopper, tu mal rein. Wir brauchen zwei Pistons, die haben wir sogar noch. Tue ich mal kurz mit hier rein. Müssen noch mal so ein paar Rezepte reinhauen. Wir brauchen Tinkers Alloy hier. Und zwar vier Stück und bekommen zwei. Machen wir mal ein bisschen Tinkers Alloy. Nein. 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 Wo haben wir das Richtige? Da. Da mache ich jetzt mal was. Das geht mir nämlich langsam mal ein bisschen auf die Nerven. So. Muttergenproducer. Wir brauchen sogar mehr Power-Module. Nein. Ich denke, das ist Leute hier. Zwei haben wir. Wir brauchen insgesamt vier. Nee. Acht haben wir die jetzt? Jawohl. Gut, dann können wir eins sogar schon herstellen. Jetzt fehlen uns nur noch das Redstone. Nehme ich mal zwei Stacks mit. Muss ich eigentlich auch noch anschließen. Gut, wir brauchen noch einen Piston. Ach, das geht total so locker flockig von der Hand. Ich muss echt noch ein paar Storage-Platz craften und die auch hier anschließen. Das wollte ich jetzt nicht. Ein Stack reicht eigentlich, aber okay, danke schön. Okay, wir brauchen wie gesagt noch einen Piston. Wir brauchen wie gesagt dafür noch was Holz. Komm, machen wir mal eine größere Ladung. Holz schadet nie. Okay, einen Piston. Und dann ein weiteres Power-Modul. So, wir brauchen einen Mutagentank. Glaspanes haben wir glaube ich noch
drüben aber auch nicht mehr so viel. Ja, dann machen wir einfach nochmal ein paar neue. Zwei. Das reicht. Einen Mutagen-Tank. Wir brauchen dann nur noch ein Stück Casing. Und dann sollten wir auch schon alles haben. Was fehlt? Ach, nochmal zwei Tanker-Saloyskis. Okay. Eins, zwei. So, jetzt aber jawohl. Wir haben den Mutagen-Producer. Der Mutagen-Producer, stell ich mal kurz auf, der braucht MJ. Also können wir noch mit der vertreiben. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen, wir können Uranium 235 reinhauen und wir bekommen 9000 Millibuckets Mutagen. Oder ein Glowstone und wir bekommen nur 800. Ein Redstone können wir reinschmeißen oder ein Tiny Pile of Uran. Oder Glowstone Dust oder ein Uran-Block. Oder Uran oder ja. Wie bekommen wir Uran 235? Wir können Tiny Pile of Uranium nehmen. Wir können Purified Crush Uranium reinschmeißen. Müssen wir alles nicht machen. Wir könnten auch, ja, wie gesagt, hier das 238 nehmen. Und dafür können wir halt hier die Uranblöcke können wir einfach so umcraften. Jetzt will ich mal später ganz kurz wissen. Das kann man, glaube ich, ja wohl. Das kann man so abbauen. Ich hoffe, das geht dann auch noch mit dem Barren. So, das ist aber nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen einen Mutatron. Und zwar wollte ich den Advanced Mutatron schon direkt machen. Wir brauchen für einen normalen Mutatron brauchen wir einen Genetics Prozess. Oh, und verdammt. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Mist. Verdammt. Dann müssten wir uns einen Laser mal aufbauen. Damit habe ich jetzt echt überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, die Ressourcen haben wir ja schon da. Machen wir mal 4. Wir brauchen noch einen Assembly Table. Na, hallo. Machst du jetzt? Ah, jetzt machst du auf einmal, danke. Heute ist echt nicht mein Tag zum Aufnehmen, ich merke das schon. Gut. Wir brauchen einen. Oh Gott. Ja, wir brauchen einen Gott. Trevolo, kannst du vorbeikommen? Gut. Einmal. Das war jetzt wieder so typisch von mir, dass ich jetzt. Ich hätte vorher mal die Rezepte nachschauen sollen. Ja. Aber naja, kannst nichts machen. Gibt es wieder was zu tun? Ich mache jetzt noch den Assembly Table fertig. Okay. Assembly Table ist fertig. Wie wir das aufbauen, ich werde mal schauen, wo ich das mache, aber. Ihr werdet das auf jeden Fall in der nächsten Folge erst mitbekommen. Ich hoffe, diese Folge hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tech World 2. Bis dahin, tschüss.